Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten Arm. Ihr habt es im Thumbnail gesehen, das war heute besonders einfach. Einfach mal einen schwarzen Hintergrund und ein fettes Friday da drin. Also Black Friday. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Also ich persönlich halte von dem Black Friday nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich habe jetzt auch im Discord einige Stimmen schon gesehen, die einen Artikel beobachtet haben, der vor dem Black Friday günstiger war als heute. Also ich weiß nicht. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Tests. Die Tage irgendwo habe ich einen gesehen, dass von 50 Artikeln maximal 4, wenn überhaupt, günstiger sind. Aber mal sehen, wir checken mal die Pakete hier bei Clash of Clans. Denn es gibt erstmal hier natürlich einen Black Friday. Also erstmal gibt es hier tolle Spiele. Machen wir heute auch noch. Und es gibt hier den Black Friday Rabatt, also 90% Rabatt. 90%! Alter, das kostet ja fast nichts mehr. Auf alle dunklen Elixier-Truppen und Zauber. Nur für kurze Zeit, 3 Tage, 17 Stunden. Das ist natürlich nicht schlecht. Und ja, so ein paar habe ich natürlich auch ausgebildet, sodass das für hier oben passt. Und klar, Winterfest ist noch 9 Tage, die Kostenreduzierung hier. Ich mache ganz sicher hier noch ein bisschen Mauern, auch in den Livestreams. November-Season ist bald aus, also Leute, denkt dran, ich sag's euch die Tage auch nochmal. Vergesst nicht, euch die Sachen im Pass abzuholen. Und ja, natürlich gibt es auch hier im Shop was Nettes. Also, wir hatten ja den Cyber Monday, den haben wir schon auseinandergenommen. Aber sind diese Pakete hier wirklich gut? Black Friday Paket. Ja, wirklich, steht da drunter. Oh, really? Und das Universalbuch für 5,49 mit 10 Millionen Elex ist nicht schlecht. Ist, glaube ich, nicht schlecht, das Angebot. Denn gerade das Universalbuch gibt es in der Regel nicht irgendwo zu kaufen, sondern bisher gab es das nur, glaube ich, bei den Clan-Spielen. Und einmal im Pass, ich weiß nicht, ob es in irgendeinem Pass schon gab, so ein Unibuch, aber das ist wirklich ultra selten. Und damit kannst du natürlich alles machen, Helden, Gebäude, was auch immer. Black Friday Paket, 30 Mauerringe, die sind günstig für 10,99. Ist, glaube ich, ein gutes Angebot. Ich weiß jetzt nicht genau, was die beim Händler kosten. 10 Mauerringe, glaube ich, kosten da mal 500 Gems. Und mit 10,99 30 Mauerringe hier, ich glaube, das ist ein gutes Angebot. Nette Schaufel noch dabei. Wofür auch immer man die Schaufel dann in diesem Paket hier irgendwo vereint sieht. Keine Ahnung. Das Black Friday Paket hier mit 1 Million Dunklen. 5 Bücher der Helden. 3 Bücher des Bauens. Echt krass. Und 30 Millionen Gold. Heldentrank da noch bei und einen Bauarbeitertrank. Ich meine, da hätten sie auch gleich ein paar mehr machen können. Entschuldigt bitte, ich muss gerade Nase schnüppeln. Und das Black Friday Paket ist schon sehr, sehr nett, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich auch mal überlegt, mir das mit meinem Rathaus 12er zu kaufen. Allerdings die 30 Millionen bis zum Update, denke ich mal, sind dann wieder weg. Und aber die 5 Heldenbücher sind schon sehr, sehr nett. 1 Million. Dunkles ist jetzt nicht, ich wollte gerade sagen, ist jetzt nicht so viel. Ich meine, es ist schon ein bisschen was. Aber, naja, mal sehen. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Ich kaufe ja eigentlich nichts. Nein, ich werde mir das Paket nicht gönnen. Schnell rausgehen und was kaufen hier. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht, glaube ich. Und wir fahren einfach noch ein bisschen rum. Also könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben, was ihr davon haltet. Black Friday, ist das jetzt wirklich cool, das Angebot? Oder ist das eher mau? Wisst ihr was? Hier so ein Achter, den nehmen wir mal mit. Ich bin hier eh so ein bisschen etwas gehemmt, also was heißt gehemmt? Also ich habe jetzt nicht so viel. Ich habe jetzt nur einen Helden, nämlich meine Bogenschützenkönigin, mein King Level ganz, ganz hart. Und deswegen kann ich auch nicht so gut funneln im Moment. Warte mal, wie kann ich denn da so ein bisschen wenigstens funneln und hier vielleicht am Lager, oder? Hier kann ich noch ein bisschen was am Lager machen, dass meine Queen hier vielleicht reingeht, da am an der Mauer. Die wird jetzt außen lang gehen. Ach ja, das ist wieder. Jetzt fehlt mir so ein bisschen der King, der so ein bisschen dafür sorgt, dass ich hier weiter funneln kann und die Queen jetzt nicht unnötig rumrennt. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich noch schnell das Lager hier wegmachen, dass die da nicht hingeht und vielleicht doch reingeht jetzt. Och komm, Queen. Ach, es ist mal so leid, ich weiß. Da machst du das schon richtig gut mit den Mauerbrechern und dann sowas. Und mir läuft ein bisschen die Zeit davon. Ja, tolle Wurst. Aber jetzt, das nächste Lager müsste doch jetzt mal ein bisschen zu weit weg sein. Nein, ist es immer noch nicht. Okay, das nächste Lager ist immer noch nicht zu weit weg. Die hat aber auch eine fürchterlich weite Range. Erstmal den gegnerischen King hier wegmachen. Und dann geht's weiter. Okay, dann geht's halt da weiter. Mein Gott, ey. Ach, ich habe jetzt auch keinen. So, egal, ist auch nur ein Achter.
Er war jung und brauchte das Geld, oder wie war das? Kann das sein, dass der Feger da im Ausbau ist? Oh, der Feger ist im Ausbau. Das ist noch mal besser. Der Feger ist da im Ausbau, dann können wir hier schon mal so reingehen. Und hier schon mal, oh, ich habe zwei Lavahunde dabei. Zwei Lavahunde ist jetzt ein bisschen viel, würde ich sagen, für die Base hier. Und dann nehme ich den Wut lieber da, anstatt Stelle zur Queen hier. Einmal noch hier und einmal noch dort. Und dann müsste es das eigentlich gewesen sein. Schnell mein Cleanup hier setzen. Eine Minute noch Zeit hier. Und noch ein paar Zauber auch. Vor allen Dingen Zeit. Mal sehen. Die gehen jetzt nach da. Dann lassen wir die nochmal nach da aus ein bisschen schneller lang gehen. Oder knabbert so ein bisschen was an meinen Loons. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Zünden wir die Queen mal hier. Da haben wir uns einen Zauber gespart. Na, Leute. Ist egal. Ist egal, so egal wie der Black Friday. Also, wir haben ein bisschen was an Ressourcen reingeholt und ich muss hier mit dem Account auch ein bisschen Pass spielen. Mal sehen. Nächste Runde wird besser. Ich habe jetzt kaum Reckzeit hier, weil meine Queen natürlich gnadenlos überlebt hat. Aber als nächstes habe ich die Truppe hier am Start und die wollte ich eigentlich nochmal bauen. Die habe ich mir, ihr seht das hier, ich nutze diese Quick Slots hier wirklich exzessiv und muss mal eben schauen, welche Armee das jetzt eigentlich ist. Das ist diese hier. Da nehme ich mal zwei Sprung, zwei Wut und ein Gift mit dabei. Mal sehen. Sind eigentlich alle, ja doch, es sind alle dunklen Truppen auf jeden Fall günstiger. Und für 30k kann man ruhig mal ein paar Ghoulis auch mitnehmen. Also, coole Sache hier. Dann lasse ich mir die... Ach, die habe ich ja jetzt noch voll, ne? Die ist jetzt noch voll. Aber was habe ich da denn drin? Okay, oh, da hatte ich die Loons drin. Die können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Wir setzen die mal ein. Und dann suchen wir fix einen Gegner, solange wie unsere Queen jetzt noch da ist und mein Schild läuft jetzt auch ab. Also wir brauchen, was brauchen wir? Ja, wir brauchen Dunkles. Am Black Friday brauchen wir Dunkles. Was für ein Wortspiel. Mal sehen. Im Moment, ich spiele mit dem Thorsten im Moment sehr, sehr wenig. Liegt vielleicht daran, dass ich bei den ganzen anderen Accounts auch am Mauernknechten bin. Und da auch relativ zeitnah fertig werden will, vor allen Dingen mit dem Elver. Da sind es jetzt, glaube ich, noch so 40 Mauern, die ich machen muss. Und ja, die würde ich wirklich gerne noch fertig bekommen, bevor das Update kommt. Denn der soll auf Rathaus 12 gehen. Das ist zu schwer hier. Ich glaube, ich skippe euch das mal eben. Bis gleich. Hätte ich gar nicht sagen brauchen. War der nächste Klick hier. Okay, war der nächste Klick hier. Eine typische Rathaus 9 Farmbase. Ich gehe mal einmal ein bisschen näher rein. Dann seht ihr das mal ein bisschen besser. Und ich würde sagen, wir nehmen die jetzt mal auf der Flanke hier. Einmal einen von da, einen von da. Und wir lassen mal mittig einlaufen. Jeweils zwei Hexen. Die haben wir jetzt gerade am Start. Dann nehmen wir nochmal ein paar Magier. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen doof wie die Sprungzauber. Ist egal. Ist egal. Jetzt das... Zwei Walküren mal da gesetzt, sonst rennt meine Queen gleich wieder raus. Und dann nehmen wir die anderen Walküren hier mittig mit rein. Meine Golems sind jetzt hier schon drin. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Speed. Wir brauchen jetzt ein bisschen Speed hier. Das. Okay. Wir brauchen noch mehr Speed. Komm. Wir müssen das Ding da wegmachen, den dicken Drachen. Okay, der ist jetzt weg. Wunderbar, habe ich dann eigentlich noch Truppen? Da ist jetzt auch nicht mehr wirklich viel hier drin, ne? Kann es sein? Da ist jetzt nicht mehr wirklich viel hier drin. So, einmal die von hier außen dran gelassen. Kein Cleanup dabei, das ist irgendwie ein bisschen wenig. Ich glaube, das muss ein bisschen besser werden. Ja, die Clanburg war jetzt nicht so ganz effektiv. Es geht so. So schlecht ist sie gar nicht. Da hinten ist noch ein Golem, aber den Rest hier hat schon zerrissen in dieser Base hier. Die lässt sich natürlich auch mit anderen Truppen etwas besser machen. Dann nehmen wir wenigstens Gold und Elex hier noch mit. Und aber hier, was ist denn da eigentlich noch? Ach, da waren noch Skelette, glaube ich. Kann das sein? Oh, meine Loons fliegen aber mal richtig gut. Okay. Und jetzt kriegen sie aber Beschuss. Aber nee, der Golem ist noch am Tanken hier. Wunderbar. Für die Loons hier, jawohl. Aber das wird nicht mehr reichen für dieses Eck. Für dieses Eck hier. Das wird nicht mehr reichen. Naja. Ich habe aber harten Cleanup hier, nämlich einen Lucky. Das ist ein bisschen wenig. Da müssen wir vielleicht mal doch einen Magier mehr mitnehmen oder sowas. Aber ich wollte ja auch das
schwarzes Spiel hier machen mit den schwarzen Truppen. Und den cutte ich euch jetzt mal, dann habe ich die Pause hier schon drin. Und dann reg ich mal eben durch. Ich nehme mal einen Schluck aus der Pulle. Und dann machen wir noch, ich denke mal, noch so zwei Angriffe, oder? Oh, ich würde sagen, der Lotgott ist mit mir. Kurz noch einen Schluck aus der Tasse und dann können wir die Base mal mitnehmen. Ich habe jetzt doch etwas weniger, oder ich hab den Cleanup nicht umgebaut, aber wir gucken mal, dass wir, ob wir hier rüber springen können. Ob der gut platziert ist. Mal sehen. Mal sehen, ob der gut platziert ist. 1, 2, 1, 2. Und ich habe jetzt ein paar, ich nehme auch eine Valkyrie jeweils außen mit. Und da geht ein bisschen was, da geht ein bisschen was. Queen. Und ich habe Bola in der Clanburg. Bola in der Clanburg. Die müssten, die hüpfen da auch nicht durch. Warum auch? Warum auch? Macht das bloß nicht. Man muss einfach ein bisschen mehr clearen hier, glaube ich. Und dann müssen wir hier doch nochmal die Queen ein bisschen springen lassen. Ich habe kein Heil dabei. Das ist auch ein bisschen doof. Ne? Kein Heil dabei. Ist vielleicht doch nicht so gut, dass man jetzt gar nichts dabei hat. Mein Gift hätte ich natürlich jetzt nehmen können für die gegnerischen Truppen. Hier unten steht ein Bombenturm. Mal sehen, ob wir den mit den Laki nicht ein bisschen wegbekommen. Boah, es sieht schon mal ganz gut aus. Aber noch so viel Dunkles. 3000. Ich habe erst einen. Oder ich habe erst so ein bisschen Dunkles. Ah, jetzt geht da ein bisschen Dunkles mehr. Wo ist denn der Rest hier? Ah, da hinten im Bohre. Ah, der ist so weit weg. Guckt euch das mal an. Der ist so weit weg. Eieieiei. Mal sehen. Ich habe, na, das muss ich irgendwie anders machen. Mauerbrecher, Sprungzauber. Aber dann schaffe ich das Event nicht in einem durch hier. Ich hätte es ja immer ganz gerne in einem durch. Aber, naja, der Bohrer ist jetzt noch unerreichbar. 1349 wären da jetzt noch drin für mich. Und ich bekomme sie leider nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich räume den wirklich ab hier. Vielleicht wecke ich meinen King auch auf, aber 100 Gems nur des Farms hier. Im Moment habe ich einen Schub drin und ob ich da einen King habe oder nicht. Ich meine, die 1000 wären jetzt vielleicht noch drin gewesen. Nur kann ich nicht mit dem Jump Spells hier komplett rüberspringen. Das wird mir an der Stelle nicht gelingen. Und, oh, guck mal, da ist er noch, da hinten ist noch ein Magier mit bei, ne? Da ist noch ein Magier mit bei. Vielleicht können die doch noch ein bisschen was reißen hier. Wenn der Magier jetzt, der Magier kriegt Beschuss. Okay, der Magier kriegt Beschuss, damit war es das hier. Denn auch die kleine Hexe wird jetzt gleich, da ist sie weg, vom Magierturm gegrillt. Okay, das wird nichts mehr. 79% immerhin, ganzer, komm, 3000 ist schon in Ordnung, 3000 ist in Ordnung. Wir bauen die nochmal nach ein. Ich habe ja gesagt, wir machen noch mindestens zwei Angriffe, aber das passt jetzt hier 2 von 13. Ich würde mir ganz gerne die Gems hier mitnehmen und auch die netten Tränke hier und natürlich auch die EP. Weiß nicht, wie findet ihr das Event? Ich finde es eigentlich ganz gut. Hexentanz, Walkürenwirbel, das hat man jetzt schon öfter, aber macht auf jeden Fall Laune, denn gerade die Walküren setze ich dann doch eher weniger ein. Wäre natürlich mal ganz schick, wenn die so ein bisschen mehr in die Base reingehen. Kurzer Cut. Kurzes Befüllen hier mit Bowler und dann sind wir gleich wieder da. So, der ist jetzt mal nicht ganz so leicht oder ganz so schwer, je nachdem wie meine Truppen hier rennen. Die Helden sind dort. Da gehen wir mal von hier hinten rein. Ich glaube, wir gehen mal von hier hinten rein und tanken hier. Einmal ihn hier und einmal haben wir da noch was außen. Ah, nee. Wir haben hier jetzt gar nicht so viel außen, sehe ich jetzt gerade, aber der eine Golem geht ja schon mal zum Sprung, der geht jetzt auch zum Sprung. Jetzt, was habe ich in der Clanburg habe ich wieder Bowler. Okay, da haben wir wieder Bowler und jetzt können die Valkyren nicht anders als auch mal ein bisschen mit reingehen hier in die Base. Und habe ich jetzt gerade beide Sprung genommen oder was? Ach nein, ich habe Toto. Kann man mal so machen. Der Sprung war ja ganz gut. Der geht hier ja richtig weit rein. Dann bringen wir die hier nochmal im Wut und nehmen jetzt mal die Gift hier für die Helden. Ich hatte jetzt mal wieder ein Gift zu viel. Okay. Ein Gift zu viel. Außen, der ist natürlich ziemlich böse da. Der Bombenwerfer. Der Bombenturm. Bombenwerfer ist gut. Komm. Queen, macht die gegnerische Queen da weg. Gut. Jetzt haben wir noch ein paar Truppen hier drin. Ob das jetzt mal endlich mal ein 100% Angriff wird,
Ich weiß es nicht. Da unten ist noch ein kleines Loch hier am X-Bogen. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht unbedingt durch die Mauer durch. Die Queen nimmt sich jetzt den X-Bogen aber an. Wir haben außen noch ein paar Hexen, in der Mitte auch noch ein paar Hexen und die Queen schafft das. Gerade so gepackt und endlich mal einmal 100% geholt hier in der Folge. Mei, mei, mei. Naja, ich fahre mir halt ein bisschen rum, aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Black Friday haltet. Ist das Humbug oder spart ihr sogar das ganze Jahr da drauf, nur um euch am Black Friday etwas zu kaufen, weil es ja angeblich so günstig ist, was es nicht wirklich ist. Oder es kann ja auch sein, dass man ganz, ganz bewusst am Black Friday kauft, um dann zu sagen, hier guck mal, habe ich mir am Black Friday gekauft. Ist morgen noch günstiger, aber Hauptsache am Black Friday gekauft. Naja, wie gesagt, ich halte davon nichts. Ich finde die Paketchen aber in Ordnung, die es hier gibt. Und wer sie sich denn kaufen möge, der soll es nicht heute tun, sondern das ganze Paketchen ist ja bis Dienstag sogar noch gültig. 4 Tage, 9 Stunden, also ihr habt Zeit genug. Überlegt euch das Ganze ganz gut. Überlegt euch aber nicht, diesem Video hier einen Daumen nach oben zu geben und abonnieren und Glocke nicht vergessen. Ich denke mal, das ist für heute gewesen vom Schwarzen Freitag. Mal sehen, ob ich nicht doch noch ein Schnäppchen finde. Bis dahin, Clash on. Euer Toto. Clasht.